Zukunft klappt. Wir sind hier, wir sind da, weil wir uns die Zukunft klappt. Bist du die interkulturelle Jugendzeit auf Religion und würdest du gerne interviewen, wenn sie sich kurz vorstellen würden, was sie machen? Ja, gerne. Mein Name ist Michael Sterner. Ich bin Professor für Energiespeicher in Regensburg und erneuerbare Energien, berate die Bundesregierung seit 10 Jahren, bin im Weltklimarat und bin bei den Scientists for Future Erstuntersteiger unterstützen. Und aus dieser Organisation heraus, Scientists for Future, unterstützen wir die Fridays for Future Bewegung, so gut wir können. Glauben Sie, es hat schon was gebracht? Haben Sie schon Veränderungen gesehen, seitdem es die Bewegung gibt? Ja, definitiv. Also wir versuchen aus der Wissenschaft heraus schon seit 10, 20 Jahren, dass wir die Politik aufmerksam machen, dass es hier um unseren Planeten geht, um unsere Lebensgrundlage, ohne die wir nicht wirtschaften können. Ja. Es ist immer, dass die Wirtschaft an erster Stelle gestellt wird, aber eigentlich ist es die Umwelt, weil ohne Umwelt, ohne Ressourcen können wir nicht wirtschaften. Und von daher ist es absolut essentiell, dass dieses Bewusstsein ankommt. Und wir haben es nicht geschafft aus der Wissenschaft, aber die Jugend schafft es. Was glauben denn Sie persönlich aus wissenschaftlicher Sicht, was ist momentan der größte Klimakiller für unsere Umgebung? Ganz eindeutig die Kohle, weil die Kohle im Vergleich zu allen anderen Energieträgern die meisten Emissionen hat. Deutschland ist das Land weltweit, was die meisten Braunkohlekraftwerke hat. Also mit dem müssen wir sofort aufhören, beziehungsweise bis 2030 halt das ersetzen durch Wind, Sonne und Speicher. Sie haben ja gerade schon angesprochen, die Kohle. In München ist ja derzeit die Forderung laut, das Kohlekraftwerk endlich abzuschalten. Was gibt es denn sonst noch für Forderungen, die man in München absolut durchsetzen sollte? Naja, also das mit dem Kohlekraftwerk wäre überhaupt kein Thema, das durch ein Gaskraftwerk zu ersetzen, wenn da die Gemeinden, die Umliegenden mitmachen würden. Ja, das ist das eine. Das andere, was die Stadt natürlich machen kann, ist schauen, dass halt mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Fußgängerverkehr, mehr Fahrradverkehr finanziert wird. Und ich möchte halt das Beispiel von der Stadt Bern geben. Das habe ich auch in der Rede erwähnt. Also bei uns in Regensburg zahlen wir 50 Cent fürs Auto, eine Stunde zu parken, und wenn ich mit dem Bus reinfahre, kostet es 6 Euro. In Bern kostet die Parkzeit eine Stunde in der Innenstadt 30 Euro und das Nahverkehrsticket kostet 2 Euro. Also man hat als Kommune schon definitiv die Möglichkeit, da was zu ändern. Erster Punkt. Zweiter Punkt, alles was ich an städtischen Neubauten habe, mit Photovoltaik ausstatten, wenn ich ein neues Baugebiet ausweise, mit Photovoltaik ausstatten, schauen, dass da eine klimaneutrale Heizung reinkommt. Also ich habe über diese ganzen Ausschreibungen und das Baurecht absolut die Möglichkeit, hier was zu gestalten und was Positives fürs Klima zu machen. Absolut. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Forderungen, die Sie an die Bevölkerung stellen, also an das Individuum, an jeden Einzelnen? Was könnte jeder einzelne Mensch jetzt sofort für das Klima tun? Okay, also ich könnte umstellen auf den Ökostrom, einfach nicht mehr das Geld an Kohlestromunternehmen geben, ja, und zwar an echte Ökostromanbieter, dann geht das Geld in die richtige Richtung. Ich kann meine alte Ölheizung rausschmeißen, meine Gasheizung rausschmeißen. Ja. Wenn ich Mieter bin, dann rede ich mit dem Vermieter, ob er das nicht machen will und ich den Mehrkosten ein bisschen übernehme, aber da braucht es eben auch einen staatlichen Anreiz dafür. Ich kann gucken, eben, dass ich mehr zu Fuß mache, mehr mit dem Fahrrad, mehr mit dem öffentlichen Elektrisch-Auto fahre und nicht mit dem Verbrennungsmotor. Und ich kann gucken, wie ich meine Ernährung umstelle, sodass die Klimabilanz besser ist. Als Beispiel bei uns aus der Mensa in Regensburg. Der Basmati-Reis macht 0,5 Kilo CO2, die Käsespätzle 1,1, das Chili con Carne 2 Kilo und der Rinderschmorbraten 3. Also ich habe das jeden Tag auf dem Teller und kann das selber entscheiden. Absolut. Welche Regierung weltweit Ihrer Meinung nach macht denn was für den Klimaschutz? Oder wer macht es richtig? Wer hat die guten Ansätze? Okay. Es machen sehr viele Länder weltweit was, weil die alle das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben haben und es ist völkerrechtlich verbindend. Ja? Und aus diesem Grund ist es logisch, dass da viele Länder jetzt Pläne machen. Und Vorreiter sind nach wie vor die Skandinavier, auch Kalifornien, Deutschland ist schon ein bisschen ins Hintertreffen gelandet. Aber da gibt es weltweit einiges. Und gerade die Entwicklungsländer, es ist wie beim Telefon. Ne? Die bauen jetzt nicht nochmal so ein Festnetz auf, sondern die gehen gleich zum Handy. Und die bauen jetzt genauso weniger jetzt gleich nochmal Kohlekraftwerke, sondern machen gleich Wind und Sonne. Finden Sie, ist wirtschaftliches Wachstum und Klimaschutz überhaupt vereinbar? Natürlich. Also wenn Sie günstigen Strom wollen für die Industrie, dann ist es Wind und Sonne. Wir können in Bayern für 5 Cent Windstrom machen, für 4 Cent Photovoltaikstrom. Also das ist die Lösung, ganz klar. Und da muss man einfach für Akzeptanz werben in der Bevölkerung. Dankeschön. Wir danken uns recht herzlich für dieses Interview, vor allem für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Vielen lieben Dank dafür. Gerne, viel Erfolg.